Sie werden jetzt eine Oper für Bettler hören. Und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Ich bin Sona MacDonald und ich spiele in der Drei-Groschen-Oper Macheath, besser bekannt als Mackie Messer, der größte Verbrecher Londons. Diese Rolle und dieses Werk meint fast jeder zu kennen. Aber es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Die Ganoven Peacham und Macheath konkurrieren mit zwei unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Der eine schickt professionell ausgestattete Bettler auf die Straße, der andere lässt seine Belegschaft durch Diebstahl und Raubmord Kapital herbeischaffen. Mackies größter Coup: Er heiratet Peachams Tochter Polly, ohne dass ihre Eltern etwas ahnen. Und so entspinnt sich ein Schäbigkeitswettbewerb vom Feinsten, in dem es um Korruption, Bestechlichkeit und Amoralität aus Faulheit geht. Regisseur Maurice Lenhardt und sein Team zeigen die Drei-Groschen-Oper in einer großen gelben Teppichlandschaft. Wie über eine Eisscholle im Meer weht hier der kalte soziale Wind. Wer hinfällt, tut sich zwar nicht weh, aber warm einpacken muss man sich schon. Durch entschiedene Verfremdung wollen wir das Unbekannte im Bekannten entdecken. Der Drei-Groschen-Oper mit ihren unsterblichen Songs neu auf den Zahn fühlen. Es geht auch anders. Doch so geht es auch.